Ich habe hier etwas ganz Besonderes für euch, und zwar das neue Mövenpick Cherry Brownie. Und das ist natürlich irgendwo auch besonders, weil die Sorte Cherry Brownie gab es noch nicht. Aber das wirklich Besondere ist das hier unten. Vegan. Das erste vegane Mövenpick-Schaleneis, welches nicht ein Sorbet ist, dann waren die vielleicht auch schon vegan, sondern ja quasi statt Milch eben eine vegane Alternative. Und ich freue mich da riesig drüber, weil ich davon noch nichts kannte. Ist übrigens auch Mövenpick Urban Moments. Steht jetzt hier drauf. Da gab es ja schon mal eine Serie. Ich wusste gar nicht, dass das jetzt auch dazu gehört, weil diese ganzen Urban Moments, die ich euch schon vorgestellt habe, Hafer-Cookie oder Cookie Crumble oder wie es hieß, Rosinen-Rumble und so ein Brezel-Boogie und so ein müllige Namen, die teilweise aber extrem lecker waren, gerade Hazelnut-Crunch und Hafer-Cookie, die haben jetzt teilweise aber die Rezepturen geändert, muss man auch sagen. Ich behaupte mal, ohne es zu wissen, dass sie schlechtere Zutaten nehmen. Hoffentlich sind die Eis immer noch lecker. Ich werde sie nicht nachtesten. Schaut gerne mal aber in die anderen Videos zu diesen Urban Moments. Und dazu gehört dann jetzt eben auch dieses vegane Cherry Brownie. Und jetzt, wie gesagt, wieder in dem ollen Plastikdingen statt diese coolen Papierpackungen. Die fand ich cool. Wobei man muss sagen, die waren auch deutlich teurer. Vielleicht wird das jetzt dadurch dann auch ein bisschen günstiger. Die waren exklusiv bei Kaufland. Dadurch kommen sie jetzt auch in andere Geschäfte. Also es ändert sich da so ein bisschen was. Cherry Brownie ist auch etwas, was es so wirklich selten gab als Geschmacksrichtung. Von daher freue ich mich da umso mehr drauf. Wir schauen zuerst mal drauf, was hier die veganen Zutaten sind, die dann uns ja die Milch bescheren. Also Preis wie regulär auch. 3,49 war es um den Dreh, sind glaube ich auch ein bisschen teurer geworden. Ich kann es euch jetzt aber nicht ganz genau sagen. Im Angebot hat es dann 2 und ich glaube ein bisschen gekostet. Exklusiv an der Stelle, ich habe jetzt keine offizielle Bestätigung, aber es gibt manchmal Mövenpick-Sorten, die nur in bestimmten Geschäften zu haben sind. Was auch immer da soll, das hier gab es bei Rewe. Also vielleicht mal am ehesten bei Rewe schauen, sonst gucken wir auf der Webseite von Mövenpick. Vielleicht gibt es da schon Infos, ich hatte da jetzt noch nichts gesehen. Aber da könnte man dann eine Idee bekommen. Das Eis scheint etwas schlanker zu sein. Das sieht man hier am Fettgehalt und auch an den Kalorien. 182, 5,6 Gramm Fettkohlenhydrate, 23 Gramm Zucker. Eiweiß weniger als sonst. Ist auch sonst auch nicht viel drin, aber es ist eben keine Milch drin. Es ist ein Sauerkirsch-Sorbet und daran liegt es wohl. Es ist also quasi nicht ein Sauerkirsch-Milcheis, sondern einfach nur Sorbet. Und dadurch dann halt weniger Fett. Veganes Bourbon-Vanille-Eis mit Erbsenprotein und kakaohaltigen Gebäckstückchen. 4,7% sollen die Brownies sein. Schokoladenstückchen sind auch noch drin. Wasser, Zucker, Glucose, Sauerkirschsaft aus Fruchtsaftkonzentrat. Dann für das Kirscheis. Kokosfett ist dann hier die Fettquelle. Kirschpüree ist auch noch zusätzlich drin. Also das ist ganz gut. Dann haben wir noch Gemüsekonzentrat, damit es mehr nach Kirsche aussieht, bisschen Kakao, Verdickungsmittel natürlich, Johannesbrotkernmehl, Guacamehl, Karagen, Kakaomasse, Erbsenprotein, vielleicht so ein bisschen zum Binden oder damit sie alibimäßig ein bisschen Eiweiß reinmachen können. Dann haben wir hier aber auch Bourbon-Vanille-Aroma und natürliches Aroma. Also hier ist quasi, Wasser und Fett ergibt quasi dann die Milch und so ein bisschen das Erbsenprotein. 800 Milliliter, 484 Gramm und da haben wir dann auch direkt die Preissteigerung, denn regulär sind es bei Mövenpick, ich glaube 850 gewesen oder teilweise auch 900. Die Packungsgröße ist ein bisschen kleiner geworden. Also dann haben sie da die Preiserhöhung. Schade Schokolade. Hier öffnen. Würde ich ja gerne, aber es geht nicht. Normalerweise war da immer so eine Folie drüber, die haben sie nicht mehr. Hier jetzt das Eis mit den Schokostückchen, das sind dann wirklich so kleine Plättchen und dann sehen wir hier zwei Sorten Eis. Ich habe hier schon mal eine Schüssel geholt, muss mal hier kurz ein Foto von machen. Clip. Kann man immer so richtig schön fitteln. Aha, aha, aha. Hier sieht man das jetzt auch ein bisschen, die verschiedenen Eissorten. Es sieht noch viel Kirsch aus, aber naja, zwischendrin ist dann halt auch immer dieses vegane Vanilleeis. Und ja, wo die Brownie-Stückchen sind, kann ich vielleicht da in der Bildmitte jetzt genau, da ist eins, so kleine Kuchenstückchen, da jetzt auch in der Bildmitte, aber halt eher klein. Ich bin super gespannt. Es sieht ja wirklich extrem kirschig aus, wobei, wie gesagt, es ist Rote Beete, Saftkonzentrator, was das war drin. Und dadurch wird es dann natürlich künstlich gefärbt. Also das kommt nicht alles von Kirsche. Das muss man ganz klar sagen. Es soll mehr Kirsche vortäuschen, als drin ist. Aber wahrscheinlich würde man auch mit normalem Kirschsaft
einfach nicht ein so intensiv rotes Eis hinbekommen. Was ein bisschen schwierig ist bei Mövenpick, was bei Cremissimo manchmal einfacher ist, ist wirklich sehr stark verstrudelt. Man kann hier kaum die einzelnen Sorten rausschmecken, was natürlich schade ist. Es gibt übrigens noch ein veganes Eis, und zwar so Schokochip. Das werde ich auch probieren. Aber auch da, Kakaoeis ist immer sehr gnädig als veganes Eis, weil das Kakaopulver intensiv ist und oft so nicht gute vegane Geschmäcker überdeckt. Wobei halt hier, wenn man nur so ein bisschen Erbsenprotein drin hat, dann geht das eigentlich noch. Es gab auch so Sojaeis von Rewe, da hat man das so ein bisschen geschmeckt. Und deswegen sage ich hier, wenn jetzt dieses Vanilleeis mit Kirsche vermischt ist, dann schmeckt man halt diese Milchalternative in Form von Vanilleeis eigentlich kaum einzeln raus. Eine sehr, sehr schöne kirschige Note. Man merkt auch so ein bisschen, dass es fettärmer ist, aber es schmeckt jetzt nicht irgendwie lean oder richtig wie ein Sorbet schmeckt es nicht. Es ist halt auch abgebunden, dadurch, dass da so Guarkernmehl und Co. drin ist, kann man dem Ganzen auch eine ähnlich cremige, also nicht, natürlich nicht so wie mit Sahne, aber kriegt man eine etwas cremigere Konsistenz hin, auch wenn es einfach nur Wasser ist oder ein Sorbet. Also ich meine, ich war es aber ein sehr wässriges Eis. Also die Kirschnote, die ist super intensiv, finde ich sehr, sehr lecker, erfrischend. Kann man schon als eine sommerliche Sorte bezeichnen. Die Schokolade obendrauf, die knackt ein bisschen, das sind wirklich nur so dünne Plättchen. Also das ist jetzt hier nicht irgendwie richtige Schokostücke. Und dann mal ab und zu so ein Brownie, die so ein bisschen mürb sind, aber nicht so knatschig wie so ein Ben & Jerry's, auf keinen Fall. Und man schmeckt sie auch ehrlich gesagt kaum. Da habe ich mal einen so ein bisschen. Ja doch, wir haben eine leicht schokoladige Note, aber da habe ich schon intensivere Brownies gegessen. Ja, was ich jetzt hier wirklich schade finde, ist, dass ich dieses Vanilleeis hier nirgendwo einzeln rausschmecken kann, weil es einfach überall verstrudelt ist. Es sieht beim Rest aber leider genauso aus. Ja, also das hier, ich kann mal hier am Rand einmal probieren, ist ein bisschen weniger Kirschsorbet, aber es ist überall irgendwo Kirsche mit dabei. Das schmeckt ganz gut und man schmeckt auch dann deutlich bei dem Vanilleeis, dass da ein bisschen mehr Fett drin ist, ein bisschen mehr am Drehen. Es schmeckt einfach cremiger, vollmundiger, ist gut. Doch, das ist ganz in Ordnung. Aber wie gesagt, es gibt selten Kirscheis, von daher finde ich das gut. Die Brownies, die hätten sie ein bisschen besser machen können. Man schmeckt die Kakaogenote, aber die hätte man einfach noch viel intensiver machen können. Die Schokostückchen sind wirklich nur Deko, das hat man so dünne Plättchen. Also es ist hauptsächlich so ein Kirscheis mit ab und zu mal einem okayen Brownie. Aber trotzdem ganz gut, würde ich zum regulären Preis nicht kaufen. Aber vergünstigt kann man es machen. Und es ist jetzt für Veganer oder Veganerinnen, von daher absolut super. Kann man gerne einmal ausprobieren. Könnt ihr mir mal gerne schreiben, ob das etwas für euch wäre. Lasst auch gerne ein Abo da und einen Daumen nach oben. Ich sage vielen Dank dafür. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.